Wenn der russische Präsident in Bezug auf die ukrainische Armee, Frau Wagenknecht, von einem Völkermord oder einer Art Völkermord spricht, was sagt Ihnen das? Ist das ein Vokabular, mit dem Sie was anfangen können oder das Sie sogar gutheißen? Also nach meiner Kenntnis bezog sich die Aussage nicht auf die Armee, sondern sie bezog sich darauf, dass die Ukraine die Erdgaslieferung gekappt hat, nachdem vorher schon sämtliche Zahlungen, Renten, Bezahlung öffentlicher Dienst, Finanzierung von Krankenhäusern, alles in der Ostukraine eingestellt wurde. Das ist natürlich auch nicht gerade ein einladendes Signal an die dortige Bevölkerung, dass sie diesen Landesteil überhaupt noch als Teil der Ukraine betrachten. Und es ist ja auch erkennbar, dass es Störfeuer gibt, aber in dem Falle tatsächlich nicht primär durch Putin, sondern natürlich ist es eine Provokation, wenn die NATO 100 Meter vor der russischen Grenze ein solches Manöver abhält. Natürlich ist es ein Störfeuer dieses Friedensprozesses, wenn ausgerechnet jetzt Großbritannien ankündigt, wir senden Militärberater. Und es ist auch ein Störfeuer, wenn die Ukrainer jetzt eine Delegation in die USA schicken, die dort nach Waffenlieferungen fragt und deren Leiter, der ist immerhin stellvertretender Parlamentspräsident, dann twittert, also wenn wir jetzt hier gute Waffen kriegen, dann gewinnen wir in Kürze diesen Krieg. Das ist natürlich alles nicht hilfreich. Und ich wollte auch zu der Frage noch mal, worum geht es eigentlich? Es geht tatsächlich um Systemkonflikt, geht es überhaupt nicht. Es sind kapitalistische Länder, alles. Aber es geht natürlich um Einflusssphären. Und die USA haben systematisch nach dem Ende des Kalten Krieges daran gearbeitet, eben Russland nicht einzuladen, sondern die NATO vorzuschieben, erst an die russische Westgrenze. Und jetzt wollen sie auch noch die Ukraine rausbrechen. Und das ist natürlich keine Einladung an Russland, sondern das ist natürlich eine Konfrontation. Und in der Ukraine haben sie auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Und das ist eine Politik, die fatal ist. Aber zu der Ausführung, dass es eine Provokation sei, ein Manöver im Baltikum, auszuführen. 100 Meter vor der russischen Grenze. Wenn wir hier im Baltikum sitzen würden mit dieser Talkshow, dann hätten Sie dort eine Bevölkerung, die Angst hat, weil Putin gesagt hat, er kann innerhalb von einer Woche das Baltikum einnehmen. Es fliegen im Moment, absurd. Er hat es aber gesagt, es fliegen amerikanische, es fliegen russische Bomber, fliegen Scheinangriffe, Bärbomber, nachgewiesen. Jedes Jahr findet eine große militärische Übung statt mit dem Namen Zapad, Westen heißt das übrigens, mit 38.000 Mann. Da wurde der Nuklearangriff auf Warschau geübt, unbestritten übrigens von Russland. Das heißt, dass man dort dann Sorgen hat, ist völlig normal. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, ihr Job ist es, zwei Signale auszusenden in dieser Krise. Einmal ein Signal an Russland, zu sagen, es gibt eine Grenze, die ihr besser nicht überschreitet, nämlich das eigene Bündnisterritorium, das ist ihr Job. Und zweitens ein Signal an die Staaten in Osteuropa, zu sagen, ihr seid sicher, die Verbündeten aller 28 sind hinter euch. Und dafür macht man ein solches Militärmanöver, nicht mehr und nicht weniger. Übrigens keine 38.000 Mann, sondern 4.000 Mann. Das ist der Unterschied, Frau Wagenknecht. Nein, also dazu möchte ich jetzt schon was sagen. Also es wird hier so dämonisiert, als sei jetzt Russland der große Aggressor. Also nicht Russland, sondern die NATO hat sich in den letzten Jahren oder 15 Jahren extrem ausgedehnt. Russland hat das akzeptiert, Russland hat sich dagegen nicht gewehrt. Russland hat lediglich jetzt, wo es auch noch um die Ukraine ging, gesagt oder deutlich gemacht, also irgendwo ist die Grenze. Also Russland hat reagiert und nicht agiert. Und ich finde auch die Art und Weise, wie überhaupt diese ganze Politik gegenüber Russland dargestellt wird. Russland hat immer wieder gesagt, wir wollen ein gemeinsames Bündnis. Und es wäre eigentlich angebracht gewesen, nachdem der Warschauer Pakt weg war, dass man auch die NATO auflöst und tatsächlich eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit Russland macht. Das war damals das Angebot von Gorbatschow. Das war damals auch die Politik dieser Sendung der deutschen Parteien. Und das wäre gut gewesen. Aber die Amerikaner wollten das nicht. An dieser Stelle muss ich für einen ganz kurzen Moment unterbrechen. Seit Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist, haben die Anzahl von unerwünschten Impfungen, Organspenden oder Behandlungen zugenommen. Und um dies eben zu verhindern, müssen Sie sich unbedingt eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte zulegen. In dieser können Sie unerwünschten Behandlungen widersprechen und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin auch der Meinung, dass wir Diplomatie brauchen. Aber ich bin eben nicht der Meinung, dass man Diplomatie hier hat und die Drohung von militärischer Gewalt hier hat und dass diese zwei sich nicht treffen sollen. Wenn man erfolgreich diplomatische Verhandlungen führen will, verstehe ich eben nicht, warum man schon am Beginn der Verhandlungen
erzählt, was man alles nicht bereit wäre zu machen. Man kriegt eine Verhandlung zustande und man kriegt Erfolg in Verhandlungen, nur wenn beide Parteien Angst vor dem Krieg haben. Und wir haben Angst vor dem Krieg. Aber wenn die andere Seite, Sie können, aber darf ich nur mal zu Ende, wenn die andere Seite nicht das Gefühl hat, dass ihre Handeln zu einem Krieg führen könnten, weil wir immer zu uns zurückziehen, dann sind sie nicht bereit zu verhandeln. Sie stellen aber hier die Realität doch völlig absurd dar. Also wo zieht der Westen sich immer zurück? Das ist doch völlig eine völlige Fehlbeschreibung. Also selbstverständlich, es ist doch bekannt, dass die Vereinigten Staaten in der Ukraine im Vorfeld der ganzen Veränderung massiv präsent waren. Das haben US-Angehörige wie Frau Nuland ganz offen zugegeben. Also Frau Nuland hat zugegeben, dass sie 5 Milliarden Dollar investiert haben, um dieses Land zu verändern. Und es ist doch auch kein Zufall, dass unmittelbar nach dem politischen Umsturz, der ja zunächst wenig mit Wahlen zu tun hatte, dass unmittelbar danach US-Konzerne, nämlich Chevron und Shell, dann in den USA große Milliardenverträge bekommen haben, um dort die Schiefergasvorkommen auszubeuten. Das ist doch alles kein Zufall. Da geht es um ganz harte, lassen Sie mich jetzt bitte mal ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen. Es geht hier um ganz knallharte wirtschaftliche Interessen. Wenn die USA von Menschenrechten reden, geht es meistens um Schürfrechte. Und genau das ist hier wieder der Fall. Und das wird rücksichtslos verfolgt. Und das finde ich unglaublich. Okay. Das war wirklich super spannend. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann.